I can't, like, all the new, like, you know, only in the mountains, like,
Thank you.
Was geht Zürich? Ja. Einen Moment. Why?
So, dann entfernen wir doch jetzt, oder wir fügen dich mal zu, ne? Und wie viele sind jetzt im Bracket? Warten wir mal kurz, also ich füge ihm auf jeden Fall mal zu, weil Anni hat auch die Konferenz. Also die kommt, aber die spielt nicht mit. Alex, Da müssen wir vielleicht mal irgendwie eine also ihr. Ich find's nicht schlimm. Ja, aber halt, wenn dann 20 Leute von 14 sind, ja, Zuckerbeck, dann kommt die Person. Das ist schon schlimm. Aber ja. Animal Rise. Ach ja, ja. Alex war nicht drin, ja? Und Leo halt dann noch, ne? Ja, ich glaube, Leo ist aber drin. Der meint ja, der ist recht. Let's go, Jan! Let's go, Jan! This is I got a root for letzte Woche. Ich guck mal Arthur an. Von heute? Okay. Glaube ich nicht. Ja, okay. Thank you.
Thank you.
Hintergrund. Hallo. Dankeschön. Oh, ja. Ja. Nein, das ist ein Dennis direkt, oder? Und Quarterfinal neben Dennis, genau. Wie gemein, aber fest, sagst du. Achso, wie geht's? Wie Hallo Cyric. Warst du letzte Woche bei mir oder wie? Die Antwort darauf ist, ich war in Polen, es tut mir leid. Du hättest, wenn du dich ein bisschen vorher angekündigt hättest, dann wäre ich auch da gewesen. Aber ich war dann schon verreist. Spielt ihr überhaupt? Oh, Magic gegen Animal Rights. Animal Rights gegen Animal Rights. Das ist wild. Das ist wild, ja. Jo. Und du hast gegen mich gespielt. Nee, ich glaub, das ist falsch rum. Das ist nicht richtig. 0-3. Für dich? Das ist Geldmann. Ja. Also, wer hat gewonnen? Du oder Geldmann? Ich habe nicht gewonnen. Weiß ich denn nicht? Jetzt habe ich auch Postgres. Okay, darf ich jetzt nicht? Ich glaube. Ich weiß nicht, wie man es soll. Aber zu nah. I think we gotta play, right? Oh, I don't know. Looks like it. Ah, I'm not really good. I don't know. Are we playing between or is someone else playing? Do the people want to see birds against dragons? Yeah, that's actually a good one. It also, if you want to find a way back, like, yeah. Das ist das denn jetzt?
I don't know. I wasn't outside. Ah, okay. Thank you.
Thank you.
Okay. I mean, they're pretty even. How does it play? Thank you. Yeah, but the other way. No. I wish. On against us, I see so. He went fox. He don't. The team works. But I think he's going einfach genau das gleiche Bracket wie letztes Mal.
Ah ja, das geht schon. Thank you.
Okay. Ist das wieder? Ja, 2 für mich. Aber er hat wieder 2-0 geführt. Letzte Woche war schnell, da habe ich 3-1 im Winners gewonnen und er 3-0 im Losers. Da haben wir geeilt. Und Miri hat mir gerade nachgeschrieben, Honey, die Queen ist tot, Colonizer down. Hey. Ist sie jetzt gestorben? Ja, sie ist tot. Sie ist gestorben jetzt? Nix halt gegen Geld, man sollte in Jedo Classic werden. Das sagt ein Falco Hasser. Also. Was? Das sagt ein Falco Hasser, also das muss ja das heißen. Aber dann lass Nicky Geldmann spielen. Nomas, das kannst du nicht. Neu? Na, die haben das da gelassen für uns. Ich will mal in die Kamera gucken. Thank you.
richtige Fistfights. Geld, meine Frau, oh my god! Yeah.
Also bei Projected, die wir haben. Ja, normal. Das war immer dieser Reverse. True, true. In Games ist es wahrscheinlich fast gleich. Siriculture, Cescot Spartacus, 360p Zugstream. Oh ja, gute Fahrt. Sasquatch Bad Piss. Last Hero subscribed. What's up? Let's go. Gemüs. Ja, man, Gemüs im Stream. Let's go. Team Jasmin im Stream. Team Jasmin. Wer hat das andere Winners-Finals von Niki, ne? Ja, das ist ja. Winners-Finals. Schöner Gemüs. Ich
Lohnt sich das online? Beide spielen das Siege, ne? Ja. Ja, okay. Spacey, Siege, Spacey, Spacey. Spacey, Floaty. Spacey, Mr. Game and Watch. Ist ein Floaty, ne? Ja, ist true, true, true. Okay. Das war. Floaty. Das ist Gold, das ist Gold. Der ist hier noch für ein halbes Jahr. Was? Ich glaube, der ist für ein halbes Jahr in Berlin. Oh, shit. Kommt er vor? Alter, was ist mit dem? Let's go! The new Italian king. It's just better. I don't think his thoughts count. I prefer magic. I'm not counting this though. We also took a game which is gonna matter. Where did he go? He did go first. Yeah, why? I think because he was playing bad. oh, danke für den. Okay, it's my good then. Für die Gifted Subs, Alter. Was geht? Oh mein Gott. Zwei Gefühle, einmal ein Heide und einmal ein Rufus. Von Tucke! Ja. Ey! Das ging mit Heide. Ha ha ha.
will enjoy it. That's going to be a lot of fun. Ist das Dennis noch als Internet? Zweimal Waschmaschine. Die Downs nicht Tournament drin. Voll gut. Aber das ist ja schlimm. Der Witz ist ja, dass es nicht gibt. Obwohl Mist Rest. Oh mein Gott. Das war insane. Windmill, Windmill! Silbergimmel! Der Hubschrauber. Windkraft betrieben, let's go! Erneuerbare! Let's go! Hey! Krass. Oh! Dennis ist gerade im Bombenmodus. Oh! 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 Holy shit! Zweimal gerettet. Oh! Look at this! Ich finde, das hast du gut gemacht. Danke sehr. Du auch. Cyrus Kutte. Wie bitte? Er meinte, wenn Dennis verliert, Kutte ist. Du, Mann, oder was? Cyrus. Michael, what? Cyrus hat Kutte. Michael, nein! Spielst du gegen Jan? Ja. Hi, sorry. Oh, on stream, bitte jetzt. By the way, die Queen ist gestorben. Oh shit, Magic hat gegen mich gewonnen. Magic hat gegen mich gewonnen?
Sieg. Leute, aber er muss doch neben vor dem Zettel. Meins. Okay. Da waren immer schon zwei Handys. Das sind sogar drei. Da magst du nichts erzählen. Soll ich noch meins hinpacken? Auf jeden Fall an.
wie geht's? Wann kommst du mal nach Berlin? Das ist ja nicht weit am Ende. Okay, trotzdem, dass du dankbar da warst. Bis denn. Ja, ja, mach ich. Thank you.
Screen Lift? Ja, könnte man. Das ist schön. Ja. Ja, dann nur das für die Kurve. Ja. Yeah.
Oh, schön, das ist Luma. Hey. 1 steht es wahrscheinlich nicht, ne? Nein! Wir müssen mal den, wir müssen im... Frag mal. Was ist denn? Steht hier 1-1 oder was? Oh! Let's go, Paule! Prenzlberg! Wir haben Schöller gemisst, Digga! Komm! Digga, wir sehen uns in der Runde danach, wenn du gewinnst, ne? Fucking Prenzlberg, Digga, das muss passieren. Kannst du die Tür zu machen? War nicht ab. Das ist eine. Ich finde, es ist kein Berlin Classic, würde ich sagen, aber es müsste einer sein. Luma! Luma, danke für den Sub, oh no. Luma gesubbt? Ja, das war echt krass. Oh! Du kannst das Matchup richtig krass mit nur so Down Air spielen. Ja, Nick spielt so, das ist so krass. Weil Down Air ist tatsächlich, du kannst aber jedes Matchup mit Down Air. Das hat auch wirklich BBMD gemacht, ne? Ja. Das klingt wie eine Sache, die BBMD machen würde. So mit einem Move kommt das Matchup. Einfach Down Air. Oh shit, Down Smash Kill. Man kann ja auch so eine Art Tech Chase dann machen. Ja, genau. So spielt Nick bisher gegen Jan. Oh, Jan hat's gemietet, aber nicht converted von da. Okay. Es sah sehr schlecht aus für Paul am Anfang, aber es geht bergauf. Da steht 2-1 für Jan, ne? Ja. Oh, no. Nice! Oh, das ist natürlich ein sehr gewagter Sprung hier. Oh, schöne Bäcker, schöne Bäcker. Das ist ja schöne Kacke. Bäcker. Ich glaube, die kann man auch automatisch. Holy shit, okay. Ja, es gibt jetzt Leute, die Subtitles. Die automatischen Subtitles werden über den Namen vom linken Spieler generiert und ich dachte die ganze Zeit, dass der Kasperle Theater im Stream-Layout macht. Ey, was sagen wir da so? Oder ist das, so, ist das einfach Wahnsinn, den wir da erzählen? Wenn er hat es auch noch ge-edge-cancelt, ne? Das kommt auch noch dazu. Holy fuck, was für eine DI von Jan. Oh. Das ist Jans Chance für ein Comeback jetzt. Das war die Chance. Oh! Jetzt die große Chance. Ich muss mal so richtig schlechten Meme-Layout. Krass, dass das gerade von dem Dreistock von Jan auf Dreistock von Paula aussieht. Wenn ein Charakter das Dreistock-Comeback macht, dann ist es Puff. Ja, yeah, they both fuck each other up, sag ich nur. Could go either way. I don't know, man. Could go either way. Oh, Paul, zu clever für diese Shenanigans. Hätte es sein müssen. Blumen. Schön. Oh, oh okay, da wollte er wieder zu clever sein. Ich dachte, warum hält man jetzt Blumen weh? Wird Paul es noch wegwerfen oder wird er sich in Game 5 schlingeln? Wegwerfen? Jan wird das klatschen jetzt. Klatscht dann? Er so Suplex. Wird das vielleicht das Set nochmal wechseln darf? Noch. Oh, stimmt. Oder Paul und ich mit Set. Dann musst du gegen 10. Den Winner, gegen den. Ja. Aber dann spiel ich auch gegen Niki, ne? Ja. Game 5. Krass, ey. Wahnsinn. Das ist echt krass. Game 5-5. Zählt Paulus Frisur schon als Fukuhila? Er hat genickt. Ich habe die Diskussion letztes Mal gehabt. Nee, irgendwer meinte, dass. Ich finde die Stage tatsächlich gar nicht schlecht für Falco. Ich finde, das ist wahrscheinlich die neutralste in dem Matchup. Dennis, das ist hier eine wichtige Diskussion. Oh, sorry, ich wollte über das Matchup reden. Tut mir leid. Ja, nee, das geht gar nicht. Sorry. Aber nee, also mir wurde letztens gesagt, dass für einen Fukuhila die Seiten kurz sein müssen. Ah. Aber oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber ich finde, das reicht schon, wenn es halt einfach so ein bisschen slick back ist. Ich glaube. Oh, ja. Okay. Ja, das heißt, wenn wir vorne kurz sind, lang nicht. Genau, aber die Seiten werden nicht im Gemenschen. Also. Ja. Oh! Yeah. Der Equalizer. Punish. Oh, schönes Smash, ey. Seiner trotzdem getroffen. Oh. Okay. Oh, das okay, war's. Paul lässt sich ein bisschen verarschen hier und da. Oh, das war's. Oh, oh mein Gott. Nein, oh mein Gott. Oh, das war so clever. Oh no! Und dann hat er seinen Sprung. Ich wollte gerade sagen, das war clever von Jan. Was hat Paul gemacht? Er ist halt kurz runtergelaufen, dann zu Gott Stage, damit er nicht gedashtrackt werden kann. Okay, nee, dann hat danach Jan was Schlaues gemacht, aber es verkackt. Er hat so wie so ein Double Bait auf den Jump gemacht. Ah. Das war sehr cool. Okay, Paul wird ein bisschen verzweifelt am C-Stick. Verzweifelt auf den Sticks, ey. Oh. Das war sehr punishable. Aber. Oh! Ah, okay, das war vielleicht der schlechteste Smash. Ich glaube, F-Smash. Ich hätte eine F-Smash gesehen, ja. Ich glaube, die hätte auch nicht. Einfach so eine Pipe-F-Smash.
Vielleicht hätte sowas wie so Up-Tilt und dann eine Backer oder sowas geklappt. Up-Tilt hätte vielleicht auch schon gekillt. Nee, nicht bei so 80 oder nicht bei 70 war das. Und oh, das killt ist aber. Jetzt noch, okay, alles klar. Das ist wieder ein Equalizer. Das wann kann man Double Shrine gegen... Ich glaube auf der Stage ist es sehr schwer. Ja. Damit würde ich nicht rechnen. Oh! Oh. Das war safe. Schöner Grab. Oh! Nice. Okay. Again. Oh mein Gott, Paul mit dem Lurk. That's just what he needed. Oh mein Gott, oh mein Gott, Paul mit der cleveren Recovery. Recovery. Tatsächlich, ich fände jetzt so ein Geldmann-Dennis-Set fände ich jetzt auch sehr schön. Habe ich richtig Bock drauf. Gegen Jan habe ich ja schon. Das war der Rejump. Oh, Tournament-Stock für unseren Boy aus Tenzelberg. Charlottenburg wieder mal einfach sehr supreme unterwegs. Nice. Also für mich sah heute Falken sehr am besten aus, to be honest. Nice Recovery. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, dass das hier nur Berlin-Contest ist. True. Das ist so, Niki wird einfach nicht gerankt hier, weil er in Brandenburg ist. Weil er Brandenburger ist. Er ist Nummer 1 in Brandenburg. Cool, oh, viel Spaß. Oh mein Gott, die Recovery. Holy. Er ist einfach Nummer 1 im Osten. Dicker Paul ist richtig. Das Brandenburger PR ist Niki, Double A Battery und Lost Euro 64. Ja, stimmt. Schrofes war nicht, ist ja nicht mehr ein. Oh, und Heide. Und Schützka. Aber davor. Oh. Last Stock. Okay, aber es ist ein Mountain to Climb. Davor ist noch Niklas. Welcher Niklas? Andings Falco. Downgrade Falco, sorry. Ach, Downgrade Falco. Ja, sorry. Andings Falco? Ich dachte Andings. Irgendwas mit An war es, aber okay. Es war Downgrade. Der war schon so lange nicht mehr hier, das ist ein bisschen schade. Der ist aus Potze, oder was? Der ist, glaube ich, auch ein Potze, ja. Oh mein Gott, der Anfündele, Mann. Ach, stimmt, warte, wir sind Last Stock hier. Wenn, ja, Mann. Wenn Geldjunge das noch holt, wäre geisteskrank. Das wäre so krass. Aber er hat gerade die Top-Plattform entdeckt, was ich ja eine gute Sache finde. Oh. Der FD hätte schon machen können. Die Wecker macht es vielleicht auch schon. Oh. Okay. Oh mein Gott. Holy shit. Oh mein Gott, die Laser. Das war eine richtig mutige Laser. Oh mein Gott. Scheiße. Er wollte diese Down-Air so sehr, aber Jan war schon längst an der Kante. Das da muss so man sich ein dann langes Set, aber der erste Schritt gegen Niki. Lass uns kurz. Können wir irgendwann mal PC Gear Side Event machen? Glaubst du, das geht hier mit PC? Der PC auf keinen Fall. Ich kann mein PS5 mitgehen. Ja, ich hab auch schon überlegt. Ey, warte, PS5 mitnehmen, diese PS5? Jo. Das kannst du bitte nächstes Set geben. Erstmal. Wir bräuchten eine PS4, das wäre am besten. Aber das ist teuer, PS4 Slim gibt's? Ja. Ja, klar. Das ist Steam Deck. Das ist Steam Deck. Ja. Steam Deck. Das können wir spielen natürlich. Kostet genauso viel wie die PS5 eigentlich. Stimmt. Viel Speicher aber. Und man kann alle PC-Spiele drauf spielen. Absolut. Man kann Slippy drauf spielen. Echt? Das kann die PS5 nicht. Das stimmt. Thank you.
Thank you.
Weißt du? Sehr gut. Ja, was? Wo kommt wo sind die Controller her? Oder die CFD? Nein, meine. Ach so. Okay, gut bei, Leute. Gut Luck noch. Danke, Mann. Schönen Abend. Hast du rein? So, ja, ja, ja. Guten Heimweg. Guten Abend euch. Bis dann, ich bin nach Hause. Kommst du nächste Woche wieder? Nächste Woche kann ich schon mal kommen, weil dann bin ich auch ziemlich leider weg. Achso, echt schon wieder, schon wieder weg? Wohin? Ah. Ich wollte eigentlich letzte Woche kommen, aber dann kann man mal gucken. Ja, dann so war es ja auch immer ganz gut. So in Berlin und nicht hier in Berlin im Raum. Ja. Ich hatte aber auch nicht so einen Song gezockt, ich jetzt seit ja. Seit großen Monaten habe ich nicht gezockt, dann muss ich einfach mal ein bisschen. Aber war es nur bei gut wenigstens? Ja, dann nächste Woche nochmal und dann. Nicht zu mir natürlich immer. Ja. Aber einfach. Ja. Ja. Was ja. War das ist doch Wahnsinn. Was? Nächste Woche, ne? Sonntag? Nächste Woche ist. Soll ja nächste Woche Sonntag ist der Sommerfest. Ja. Ja, dann nächste Woche, ne? Und jetzt? Ja, würdest du alle freuen, bist du der WhatsApp-Gruppe? Ich habe auch gefragt, okay, ja, dann das, wenn du es mitbekommst, dann ist es gut. Es gibt auch eine deutsche Discord-Gruppe. Stimmt, ja. Eigentlich eine Telefonnummer. Ach so, okay. Ja, ja, anders der. Ja, dann haben wir immer damals so richtig Stress mit so Nummern wechseln. Ne? Ich hatte das auch nach meinem vor meinem Auslandsjahr und während meines Auslandsjahres und dann hinterher jetzt irgendwie vier Nummern oder so. Klarer Stress. Ich würde auch gerne meine Kappen behalten, das ist super. Ich habe da 20 GB. So, ey, super günstig. Alles ist nur in Deutschland scheiße. Ja, genau. Ich kriege schon SMS und dann ja. Bist du lange im Ausland. Ich glaube, ich habe auch in, okay, das war Japan halt, aber da habe ich auch für 20 GB so 13 Euro gezahlt. Ich glaube, gleich. Ich glaube, hier zahle ich 20 oder mehr. Ja. Generell auch dieses andere Internet ist auch richtig kacke. Ja. Also, genau, das Internet halt nicht mal gut. Das riecht reiß. So, in Frankreich hat man überall Internet. Okay. Wenn ich U9 fahre, dann habe ich mal Jesus. Ey, zwischen Messe Nord und Westend. Immer kurzes Funkloch. Ganz schlimm. Na gut. U9 Atomstraße ist auch nur Ehe. Bis Tode. Oh Mann, ey. Die ganze U9 runter, alles scheiße hier. Eieieiei. Mann. Ich werde auch mal zu früh gehen. Muss morgen 8 auf der Arbeit sein. Muss morgen 8 auf der Arbeit sein. Ja, ja. Ja, musst du aufstehen dafür? Hm? Musst du aufstehen? Ja, aber ich musste normalerweise mal 9 auf die Arbeit. Man kann sich so richtig so optimieren, indem man sich irgendwie so Frühstück macht, dass man so am Abend davor schon vorbereiten kann und so. Also so viel bringt das am Ende auch nicht. Das ist nur für so einen entspannteren Morgen. Ja, ich kann halt morgens immer nicht essen. Das ist besser. Weil dann kannst du. Dann holst du wahrscheinlich unterwegs was zum Mittag oder so, ne? So, warte mal ganz kurz. Reliable. Ich habe das Gefühl, das ist immer kompletter Schwachsinn. Das weiß ich immer nicht. Lil Fousey. Lil Fousey? Ist der nicht. Wohnt der nicht die Straße runter? Und Haramboy, den habe ich ewig. Haramboy müsste mal wieder zum Leben kommen, ja.
Aber ich glaube, der. Nee, warte, der hat doch gerade. Hat er gerade Fachabi gemacht oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas Schulmäßiges gehabt bei ihm. Kann sein. Vielleicht ist er jetzt deswegen nicht da oder so. Aber das ist ja eigentlich vorbei. In zwei Wochen drin meine Schule. Meine Schule, oh shit. Muss dafür. Scheiße, bei mir auch. Und in drei Wochen bei mir. Und dafür muss ich noch, mir noch ein Bild holen. Für meinen Schülerausweis. Ich will absolut nicht zur Uni gehen, so. Holy shit. Mann, ich habe keine Lust auf Uni, so. So wenig Lust auf Uni habe ich. Jan mit so viel. Ich habe eigentlich auch null Bock auf Schule, vor allem ich beginne um 8 Uhr ja. Und ich brauche eine Stunde. Oh, ich find Arbeit, lange Arbeitswege ist das Schlimmste. Ja. Und dann irgendwie bis 6 Uhr oder so. Ey, Doom Dude, er sagt Bird Third, Bird Third. Spam this bird to help your third, ey. Oh, ja, ey. Nicht Aua? Was? Nicht Aua? Yeah, Aua Third? Achso. Sag mal ein Aua oder Joa? Ich bin für Aua. Okay. Das ist nicht nur dein Ding, sondern unser. Was ist denn, was Dennis so chat? Jasmin. Ja, aber spam das Dennis to help out Dennis und dann. Spam das Penny. Weil es sind ja immer Dennis Emotes. Spam das Penny to help out Jenny. Ah, okay, das ist okay. Oh! Spam das. Jenny P6 Hour to give Dennis power. Ja, achso, okay. Spam this Jenny P6 Hour to give Dennis power. So, kurz die Kamera fixen hier, dass jemand hat sehr rudely die Kamera bewegt. Ob irgendwas drauf ist? Ich hab's gefixt. Was wir bei dem Gestell für die Kamera nicht beachtet haben, ist, dass die Kamera. Also nicht, dass sie leichter, sondern dass das halt. Man braucht irgendwas, wo man die Kamera drauf resten kann, oder, weißt du? So ein verstellbares Gestell. Ja, du bist ja nur ein 3D gedruckt. Ja, genau. Aber. Hast du das selbst modelliert? Nee, ich habe im Internet. Achso. Thingiverse ist die beste Seite. Ich glaube, hier auf der anderen Seite vom Gang. Thingiverse ist die beste Seite für 3D. Thingiverse? Ja, da kann man, kann man suchen und dann so viele. Spam this tennis to help out Dennis. Meinst du, Jan geht wieder 200 Euro? Ich weiß nicht, wie es Winner's Side war. Übrigens, oh. 16. Set in diesem Semester. Das was? Das ist 16. Set. Ja. Wann endet das Semester? Oktober halt. Ja, der hat wirklich fast jede Woche gegeneinander gespielt, ne? Naja, man muss halt auch sagen, dass öfter mal Winners und Losers halt hier gespielt haben, das heißt, ja. Jedes Mal. Also ich spiele halt, ich spiele andere und Losers Finals oder Losers Semis oder so, ne? Auch Winners Semis. Ja, und das auch. Obwohl jetzt weniger, da eher Winners Quarters. Weil jetzt auch. Ja, Niki da ist. Havek. Gott, Niki. Ich liebe es, gegen Fox zu spielen. Wie findest du seinen Basics? Ich meine, ich habe gegen ihn verloren, aber ich finde. Keine Ahnung, also er macht so ein paar sehr gute Sachen. Ich glaube, wenn man die knackt, dann kann man das liegen. Aber es funktioniert auch gegen super viele Top-Player, also kann ich da wahrscheinlich gar nichts sagen. Du warst ja früher der Icy Slayer, ne? Geht. Oh! Ah, hätte ready sein müssen. Nee, ich hab halt Anna früher immer besiegt. Als wir halt so etwa gleich gut waren. Aber das lag halt auch ein bisschen daran, dass das Matchup halt ein bisschen das vorausgegeben hat. Wen gab es damals noch? Däumling. Und den habe ich im Turnier, weiß ich nicht, vielleicht ein, zweimal oder so. Wir hatten diese Money Matches, wo wir halt 50 Euro Money Match gemacht haben, aber das 10 Mal und jedes Mal 5 Euro.
Und da habe ich die ersten fünf verloren, dann habe ich eins gewonnen und dann habe ich, glaube ich, noch eins gewonnen und dann haben wir nicht mehr weitergemacht. Oh! 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 Oh. Laser, schwer. Oh! Laserschwert ist so cool. Das sieht gerade sehr nach einem Dennis-Win aus. Oh! Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir noch einen Rest entfernt von, das sieht sehr nach einem Jan-Win aus. Aber dann ist es nicht. Nee. Ja, das wenn er jetzt. Kill-Percentage. Ja, aber halt. Kill-Percentage in dem Matchup kann echt lange Zeit dauern. Oder ja, es geht sehr schnell. Wenn er schläft? Ach so. Ja, nee, aber ich glaube, so schnell kommt. Kann Peach Rest Punish nicht auch nicht. Oh shit, das ist eine große Kombo. Ich glaube, wenn sie stirbt, ist sie, glaube ich, zu langsam. Ja. In den meisten Fällen. Je nachdem, die Eier. Ich glaube, selbst wenn sie den schnellen Tod macht, sie kommt da ja gar nicht so schnell hin. Sie so, ist ja nicht so ein Fastballer wie Falcon, wo der schnell mal rüber gehen kann. 1-0 für Jan. Aber sieht gerade gut aus für Dennis. Noch. Aber Jan macht vielleicht ein Comeback. Und die Leute sagen, spam this bird to have your third. Ich sag ja, spam this beach to have your peach, aber... Spam this tennis to have your tennis. Nice. Hat Mikey gesagt. Wie war es in der Campus Cinema? Toll. Ja? Ja, es ist relativ teuer, muss man sagen. Für Hackischer Markt übertrieben bin. Ja, weiß nicht, 4,50 für einen Tee. Was? Ja, das wusste ich nicht. Ich habe damals einfach so 3,40 oder so für einen Tee bezahlt. Also okay. Oh ja, das ist okay. Ja. Ja. Also ein kleines oder ein großes? Ich weiß nicht. Ich habe ein großes. Ich habe die Preise in Ordnung. Hättet ihr mal Yuiko angesprochen? Die hat euch was Gratis gegeben. Da habe ich mich nicht in der Position gedrückt. Ich habe sie höchstens einmal getroffen. Ich war mir nicht mal sicher. Ja. Ich habe Miri gesagt, sie soll aber machen. Ja, Miri war aber sich 90% sicher, dass sie es ist, aber 10% nicht und die 10% scary sie. Aber selbst wenn, dann könnten wir jetzt sagen, so, ah ja, nee, aber ihr arbeitet auch hier. Ja. Dann kannst du ja sagen, so, ja, wir wussten nicht mehr, wie sie aussieht, so beschrieben. So. Ja. Aber gut. Sie werfen so ein Fanggespiel mit einer Runde gerade. Wusstest du, dass jedes Mal, wenn man wirft, wird der Fangradius größer? Nein. Das heißt, du kannst sie leichter fangen. Nein, und irgendwann, was? Wenn du die so 10-mal geworfen hast, dann ist das irgendwie so groß. Was? Und dann kann man die fangen, wenn sie so gar nicht in deiner Nähe ist. Und wenn du einen Glitch machst, dass das Ding nicht despawnt, also dass es nicht verschwindet, dann kannst du es so machen, dass der Fangradius einfach immer der gesamte Bildschirm ist. Warum konnte er nicht von dem Rest irgendwie punishen? Weil er hat die Turnip hochgeworfen und wollte upsmashen, aber er war das zu spät. Auf die und Jan hat dann einfach gerollt. Ärgerlich. Ja, das war Peach Rest punishes, quasi ziehst du Turnip. Ja, okay. Und dann hoffst du, dass es gut läuft. Das ist genauso wie Sheik punish. Man needles. Nee, ich würde sagen, mit Sheik hast du keine Option. Du kannst ich hab so Upsmash gemacht. Kannst du full Needle Charge und dann Needle Grab machen? Also so Jumping Needle Grab? Das ist, glaube ich, garantiert. Oder dann pro F. Oder wenn der Gegner stirbt und was sterben kann, dann machst du halt Upsmash oder Down Throw Dings. Und wenn der Gegner sehr weit an der Seite ist, kannst du kannst du Zelda werden und die fair. Das geht. Aber da muss man halt die Hitbox treffen. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Also, ich sag's jetzt, aber also das ist leicht für Leute, die das gegen. Oh, ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Oh, das war der schlechteste Bösi-Throw, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, es war kein Bösi. Das war Bösi. Das war Pre-Bösi. Nee, das war Bösi. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bösi ist. Der Bösi, den erkennt man. Der hat ganz viele Striche drauf. Nee, ich dachte, das wäre so ein Pre-Bösi, wo die Augen so cool sind. Dot-Eyes. Dot-Eyes? Ich hab Half-Eyes gesagt. Ach so. Also Dot-Eyes sieht ja sehr so leer aus. Das ist einfach nur Punkt. Dennis hat so viel Fountain-Übung jetzt, weil ich immer Fountain-Übung bin. Dann spammt er immer Movement, während du irgendwie versuchst, was zu machen. Nein, hallo? Nein, er lässt sich gar keine Chance. Ich spiel gegeneinander. Er lässt sich keine Chance. Nein, gar nicht. Er versucht doch Four-Stop zu haben. Also mein Ziel ist immer 70% umzuziehen. Ich sollte mal Melee trainieren. Wir machen. Warum? Das hat mir irgendeiner hat mir mal erzählt, dass die bei sich in der Region so Pokémon gespielt haben, wo halt zwei gute Spieler sich schlechtere Spieler nehmen. Und die haben einfach so eine Woche trainiert und dann spielen die am Ende ein Set gegeneinander. Nice. Dann gucken wir, wer mehr Progress gemacht hat.
Und das finde ich, sollten wir machen. Ey, das ist so, das gab es doch auch bei Chess, ne? Das war das Turnier, wo halt. Doch, stimmt, mit den ganzen Streamern, ne? Ja. Ja, das hat auch. Wer hat das gewonnen? Hax? Nee, oder? Boxbox? Wer hat das gewonnen? Keine Ahnung. Ich dachte, irgendwie Hax hat das gewonnen, aber ich glaube, das ist einfach selektive Wahrnehmung, weil Hax am meisten drüber geredet hat. Ich glaube, er hat wahrscheinlich sehr dolle verloren. Nee, das war mit Pokémon, ne? Was? Weil es gab das auch mal mit Pokémon mit Smash Turnier. Ah, das ist geil. Bei das mit Sharpness halt das, allen, ja. Das könnte tatsächlich ziemlich hype sein, weil du musst ja nicht die technische Komponente, du musst ja nur so Knowledge und so ein bisschen Game Sense bekommen. Ja, aber man braucht halt auch die Pokémon. Hättest du die Pokémon tot auf? Nee, die haben mit richtigen. Oh! Mit richtigen, mit lebenden Pokémon? Ja, mit lebenden Pokémon. Du musst die brüten. Ja. Innerhalb einer Woche. Fun Fact, die Queen von England hat aufgehört, Corgis zu brüten, weil sie wollte, dass keiner ihrer Corgis länger lebt als sie. Ich glaube, es ist trotzdem passiert. Oh, Dennis ist beim Movement und wirft eine Turn. Wir stehen jetzt gerade auf so 2-1 für Dennis. Krass, krass, krass. Wird's wieder ein 3-2. Okay. Oh, da muss ich gleich wieder spielen. Was ist los? Komm, magst du eigentlich nochmal wieder? Ja, wollte kommen. Ich glaube, er war gerade im Chat, deswegen kannst du ihn fragen. Ich glaube, ich werde heute wahrscheinlich nicht bis ganz zum Ende bleiben. Ja, ich werde auch gleich nach dem Turnier werde ich gehen. Das ist auch so ein amerikanisches Ding, ne? Ja, das machen viele. Ich glaube, wenn man es in England macht, muss man verbringen. I really like Bohemian Rhapsody. Ich habe gerade den Niki-Tweet abgepult, ey. Ich sehe gerade die ganze Zeit so Poster über mich, wie so unterm Tisch schlimm die war. Ich habe nur gelesen, dass... Was geht? Ja, sie hat scheinbar zwei Söhne, die so semi-confirmed pädophil sind. Der eine Prinz auf jeden Fall, der war mit Jeffrey Epstein. So richtig dicke. Und war confirmed auf seiner Insel. Danke für den Gift Zap, Rusty. Und scheinbar hat er zwei so schwerbehinderte Cousins, deren so Tod quasi vorgetäuscht wurde. Die wurden so für Tod erklärt bei der Geburt. Und dann wurde deren Existenz verschwiegen und die wurden Ist die Queenie auch mit ihrem Cousin verheiratet? Ja. Scheinbar. Aber ich weiß nicht, was für ein Cousin. Sieben Jahre alt, aber es ist. Du hast jetzt gerade einen sehr kontroversen Tweet gedroppt. Meinst du, das werden die britischen Smasher. Hast du die Queen auch an der Also alle von denen? Das sind wahrscheinlich junge Menschen. Die mir wichtig sind, ja. Ja, okay. Keine Ahnung, was jetzt irgendwie random 30 Jahre. Gab's so. Gibt's so ein bisschen konservative Smasher in der. Weil es gibt ja. Bei uns gab's ja schon ein paar. UK fällt mir keine ein. UK ist halt super. Ja. Ja. Naja, okay, das muss ja nichts heißen. Das muss ja, das heißt ja nur, dass die Leute. Ich weiß, das ist super gay, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Ich weiß, dass es einen irischen Smasher gab, der so sehr, sehr offensichtlich so weirde Republikaner-Vibes hatte. Oh shit, was war das? Ja, ich glaube, der ist aber einfach ein unpolitisches Wesen. Ich glaube auch. Das ist so, kennst du Leute, du siehst die und du kannst dir bestimmte Dinge bei denen einfach nicht vorstellen? Ich glaube, mindestens einer so, der hat keine politische Meinung, nicht eine. Ja. Der hat keine Ahnung, was abgeht, das ist super egal. Oder er ist so Loki, so der krass ist, der macht ja, bestimmt, das. Mehr deutsche Smasher, die Queen lieben als die Taylor.
denke auf jeden Fall, in Deutschland wird die Diskussion, obwohl nee, in Großbritannien wird das auch eine Riesendiskussion sein. Mit so, du kannst auch sowas jetzt nicht sagen. Aber in Deutschland auf jeden Fall. Gut, da wird es spannend die nächsten Tage. Sun schreibt so, deutscher Melee-Streamer verpönt die Queen. Deutscher Melee-Topspieler banned von UK. Oh nein, ich kann nie wieder in die UK. Irrelevant ist die deutsche obwohl, Welt. Da kann man nicht zu fett. Was? Da kann man nicht zu fett. Das ist ein Preis, den ich willing to pay. Ich hab Fett schon gebaut. Das ist schon sehr gut. Das Fett schon gebaut. Ja, damals. Achso, nice. Mit wem? Face Roll Double Fox ist unfair, aber Single Fox ist auch unfair. Sehr bitter, ich glaube, vielleicht ist der Charakter Bastel. Oh, aber es ist tatsächlich ganz sehr gut für das aus. Er ist zwar on the run grad. Oh. Oh mein Gott, der Schmeng. Oh mein Gott. Was er hat sich umgedreht. Enkel-Situation. Turn around und... Okay. Also ich find's ja cool, wenn Jonas noch gewinnt und Game 5 geht. Ich weiß nicht. Mehr Melee ist immer gut. Ja, wir können ja Ladder spielen. Wir haben uns euch genährt. Ich denke auch. Oh, schön vorbei. Jonas muss nur noch den richtigen Moment abwarten. Ist das ein Busy? Nö, das ist ein Minus. Oh, stirbt nicht. Oh, stirbt. Oh Gott, krass. Dennis hat es genauso. Oh, Bombe. Ah, schmeiß ihn weg. Der Block trifft ihn ja nichts. Also, das wäre nicht ganz gut. Aber die macht ja auch nur 30 Schaden, oder? Ja. Krass. Das ist nicht wow. Dreamland ist so groß. Krass. Yes. Crazy, ey. 3-1. Ja, ich schätze, Dennis ist einfach besser als Jan. Achso, die machen Port, wir liegen 10 Minuten Games, klasse. Oh Mann. Die ganzen Jenny, Prenzelberg-Spieler. Seriously, let's go. Good shit. Danke, Leute. GG's. Warte, Bolt am Ende. Was ist das? Du schaust schön. In der W-Mann gegen Third? Oh, ich hab das nicht falsch entfernt. Du hast eine 1 gewonnen, ne? Natürlich. Weil das ist wirklich falsch beigetragen? Ja, das läuft. Das passiert so oft, weil das dann da anders herum ist. Sorry, ich hab's gerade gesichert. Sorry. Mickey, 17 Grand. Werden sonst. Das werden wir jetzt öfter hören. Außer wenn er nicht da ist. Ja. Dann ist Arthur. Ja, Arthur ist ja nur. Wann war Arthur das letzte Mal beim Jedo dabei? Wann war Arthur das letzte Mal beim Jedo als Competitor dabei? Er ist mit Fox gespielt, Arthur. Das ist 3 Monate her, oder? Und dann auch nur einmal. Ja, mit Fox. Mit gespielt Fox heute. Außer er holt wieder Eis raus und wieder fallen jetzt ohne Grund. Aber Munas gegen Konzi hat er auch schon Fox gespielt, oder? Ich glaube, keine Reihe hat heute Fox gespielt. Naja, in seinem neuen Controller, aber auch, ne? Gegen Falcon, oder? Also. Gegen King hat er Isis gespielt auf einmal, wie er fand. Ich glaube, Anni hat seinen Controller noch nicht verpasst, oder so. Combo, was ein Rap. Das ist hier. Wir kommen zum zweiten Report. Oh.
den dominiert aus. Was war das? Sowas ganz automatisch sieht das schon aus. Sowas trifft aber kein Zombie. Das ist einfach ein Zombie. Oh mein Gott, was? You didn't have to do it like that. Ich hab den mit dem F-Smash, Alter. Und es hat keinen Bock mehr. Wollt ihr ein Bier? Ja. Ja. Let's go. Let's go. Jelly P6 Küche. Ich hab 3-0 gewonnen. Gegen Dick. Ja, sehr gut. Actually, why not? Mein Donkey Kong muss ein bisschen liegen. Oh mein Gott. Oh, oh wow, es geht direkt stark los. Oh, und beide. Das ist Berlins Meisterklasse. Das Beste, was Berlin zu bieten hat. Beide haben sich wunderbar gegenseitig umgebracht. So müssen wir. Das ist der Clip-Button. Fastball ist zu schnell. Fast zu schlau gewesen. Ja, ne? Hätte das natürlich auch anderen können entscheiden. Auf jeden Fall. Becker oder Nutri oder so. Das muss man sich mal klippen. Oh mein Gott. Nochmal. Das gucken wir uns nochmal an. Das können wir uns nochmal an der Seite machen. Bushi. Oh. Das ist ja gut für unseren Leben. Frank Busch bei einem. Ist das Grand 1? Losers bei einem. Losers. Die sind normal über diese Kombos automatisch. Das ist jetzt sehr gut. Holy shit. Ja, das ist mein. Oh, oh. Langer Tag. Du bist mein. Du bist mein. Liki hat verloren gegen. Liki hat verloren gegen Dennis. Gegen Schwitzke. Schwitzke. Wie oder? Liki hat verloren. Ah ja, stimmt. Nee, nee, da. Oh, Özge mit dem Ray. Oh, 209. Abfahrt. Na. Oh, oh! Da kann uns gesetzt. Oh, what? Das Shin, disgrace him! Oh! Oh! Er kriegt Mensch noch eine Stitch, what the fuck? Was? Was? Oh! Let's go! Clip den Scheiß! Clip den Shit! Danke, Özge, für den Raid, der kommt im besten Moment. Wer das rasiert gerade? Gott, Lady. Dennis, kurz vor, hat Özge geradet. Genau, das war die Kraft, die du brauchtest. Holy shit. Queen is dead, ja. I know, I know. Die obsiegt die Royalty noch. Die einzige Queen, die einzige Queen ist Peach. Peach ist die wahre Queen. Welcome, everyone. You're seeing Losers Finals. Das ist das vorletzte Set heute. Der Gewinner der beiden darf gegen den wahren Finalisten Niki, den besten deutschen Melee-Spieler, den haben wir heute hier im Haus. Und das hier ist Game 3 zwischen den beiden. Oh! Man muss 3 Games gewinnen, um das Set zu gewinnen. Und bisher steht es 1-1. Oh, danke für den Sub. Und Özge mit dem Sub auch noch. Sehr schön. Seit 2 Monaten Atze. Oh! Ja, er spielt nur Peach, weil die Queen heute gestorben ist. Ja. Normalerweise spielt er was anderes. Game und los. Tschüss, Paul. Ciao, GG. Was hast du? Geiles Set? Ja, Mann, warte. What? Wanna play something? I wanna watch right now, sorry. Okay. Also, we have like 200 viewers now. Huh? We have like 200 viewers now. Oh, we got raided. Hey! Hype Trade is close. Oh, oh shit. Hyper, hyper. Sub gift or use bits nerds oder Hype Train? Hatten wir in Berlin schon mal einen Hype Train? Ich glaub schon. Also, oh! Okay, ich dachte schon, er kommt da durch. Also, wenn es angemessen wäre, dann bei diesem Set. Das ist einer der größten Klassiker. Berliner Klassiker überhaupt.
die letzten 6 Jahre oder so. Seit wann ist Konzil? 2015? 14? 14, ja. Früher war das ja mal Grand Finals, ne? Wo Arthur nicht so gespielt hat. Ja, genau. Entweder die beiden oder Arthur. Ja, Arthur Caron. Und dann war das Winners Semis und Losers Final. Jetzt ist es Losers Final und ein neuer Opponent wartet im Grand Finals. Oh. Approaches sind sehr gut. Auch wenn es von Backup fällt, das beste Tool. Zombie? Jawohl. Und oh, dann kommt hin. Aber er kommt in das ganze Spiel. Und kickt ihn. Oh, das tötet das Pokémon. Oh, ein Mr. Settle. Power Smash. Und der stirbt dafür. Wahnsinn. Ja, Mann. Flashback. Oh! Kein Lied. Oh, Windmill. Wer das sein? Wer zählte das als auch als Dumbly dann? Late. Oh! Oh, das ist der Regel, oder ganz ganz schnell. Das war schon. Ich glaube, No Impact Land mit Double Jump. Double Jump Cancel gemacht. Das war fucking. Oh, schön. Oh, er gibt sich auf mit der Phone, er covert hier den Recovery. Rest ist on the table. Beide auf dem letzten Stock. Rest ist on the table. On the table. Er hat den Dotface. Und da trifft er ihn und macht 17% seinen fallender Dotface. Den Doom Dotface. Doom Dotface. Doom Dotface. Der ist heute nicht im Chat, leider. Oh. Jetzt hängt leider weg, er traut sich nicht. Oh, und dann eine Becker tötet ihn und deswegen ist er natürlich vorsichtig. Steht noch einer, wie man füllt. Hm? Da steht noch einer, wie man füllt. Oh no. Sie entscheiden sich, was zu bannen wird. Was zu bannen ist. Im Hintergrund seht ihr den wunderschönen Disney CRT. Der Lautstärkeregler ist ein Ariel, die Meerjungfrau. Sieht sehr süß aus. Oh mein Gott, sind 8 Sekunden und der erste Stock ist weg. Oh, die Waschmaschine! 0,3 Sekunden und der ist schon bei 90%. Ein Schlagabtausch. Zwei Sübel zu der ersten 20 Sekunden. Deswegen spielen wir Melee. Now it's Conzi's turn again. Oh. Oh. Scary. Ja, zwei. Oh, und die DDI! Oh. Mit 69% gestorben. Drei Sübel zu der sind wir dann da weg. Das sieht gerade gerne before a minute passes. Ah, das ist der erste Mal, dass beide sich getroffen haben beim Stock. Oh, ein Mash daraus. Er sagt, nein, du pumpst mich nicht. Oh, und der Delayed in den Knee-Approach. Wunderbar. Und warte, bis Dennis aus dem Schild kommt. Er kriegt den Stomp. Oh. Oh. Dennis geht super mit den Stomps um, aber wird zu oft getroffen. Oh, oh, er gibt den ersten Mal. Das ist er. Und das Bein. Und das war ein schnelles Game. Und damit hat Konsti den zweiten Platz errungen. Dennis raus als Dritter, richtig? Ja. Ich bin Vierter, krieg ich Geld. Also für den Leuten. Ja, oder? Wie viele Leute sind wir? 18, 19. Manchmal haben wir ja die Höchste. Der höchste Seed ist 16. 16 ist reich, oder? Aber wir sind genau 16, wie schön, oder? Schönes Bracket. Hat der alte Mann einfach ein Bild von draußen? What? Wurden fotografiert? Nee, das war, wo Cyric da war. Ach, von Dennis und mir. Achso, ja, der alte Mann. Ja, die ist halt wirklich weird. Ey, der Dominus ist der UK Twitter-Account. Also, wir haben das alle die Royal Family so mord und dass er da so drin ist. Und Dominus Pizza Island hat gesagt, hör was. Aber realistisch. Okay. Leider nicht immer, oder? Ja, okay. Hallo. RIP the Queen. No, no. Ja, du kriegst 3 Euro. Not peace. Ja! 3 Euro, Junge. Ey, Maxi, was ist denn?
Wieso hast du 3 Euro? Ach so, weil 16 Teilnehmer sind. Ja. Du musst schon wieder zweimal gegen Jan. Ja, ja, natürlich. Immer. Nee, der kommt. Und da ist das Grand Final. Schiller Gümüls. Welche Ports gegen Jan, welche Ports sind die? 2 und 4. Ja, ich hab's. Kannst du gerade vor 2, ne? Also ist. Ja. Ja, Konzi 2. Ja, okay. Einmal die Venue fragen, ob ich quitten soll oder weiter spielen soll. What? Weiterspielen, obviously. Ja. Oder einfach so wie ich, Tion einfach nur. Oh ja. Tion spielen. Oh mein Gott. Oh. Ja, das geht uns los. Konzi auch mit dem Counter-Tag. Und zwar das Plus. Oh ja, lustig. Die beiden stoßen sich ab. Das positiv werden, das negativ. Wir kriegen nur die Negativität hier in den Raum. Das war immer noch. Das ist der positivste Mensch, den ich kenne. Also, das stimmt wirklich nicht. Oh, Hexfleisch, das kommt raus. Das muss ja jetzt puffen werden. Aber dann passiert sowas. Die ziehen sich ab. Oh! Ich meine, die stoßen sich voneinander ab. Oh, Konzi mit dem starken Start hier. Kriegt 3 Grabs auf Niki in 9 Sekunden. 4 Grabs. Oh, der kriegt er mit dem Weak Knee und die Die ziehen sich an, ja. Und Edgeguard ist computed. Ja, die stoßen sich an. Die ziehen sich an. Ah, ich bin dumm. Ups. Ich hab keine gehört. Die ziehen sich an. Aber die ziehen sich auch ab, so, wie man sieht. Ein Shadowstock von Konzi und ein Shadowstock von Niki, wenn er nicht obliegen kann. Oh, keiner tut. Dann so, natürlich geht dann jetzt da. Niki mit den Shields immer schön rein. Immer mit dem Knie. Was war das? Die Project M. Das wird auf keiner Stage funktionieren, Konzi. Die Project M Side B. Echte. Die Ultimate Side B. Konzi redet beim Spielen. Um mich nicht hier abzulenken, wenn etwa Physik abfehlt. Ja, ich hatte letzten Semester, 2 Semester da noch nicht. Oh. Oh, da fällt mir der Back in den Kopf. Ja, aber das ist halt hier rein. Ja, ich hab meine Box noch bei Ihnen raus. Sorry, ich dachte, ich kann es mal holen gehen, oder? Glaube ich gut. Ja, mach schon. Obwohl, wäre die Grand Finals. Dann kannst du das gewinnen, bleibe ich. Wenn er verliert, geht. Das ist nur schöner Gims. Also das Game. Nicht das Set. Oh, let's go down B vom Ledge. Hat noch nie nicht funktioniert. Darauf fällt Niki nicht drauf rein, dann geht einfach wieder an die letzte. Oh, schlechter Letzte. Ja, kannst du. Darfst du die Zeit hier am Stage? Darfst du den Fischen abwerfen? Komm darüber. Die beiden sind wunderbar im Überleben. Oh, was denn? Pivot Shield Turnaround. Sind eigentlich die ganzen Schüler-Gummis im Chat? Ja, die können halt nicht. Ja, einer fährt gerade nach Montenegro, einer ist bei Freunden. Der andere ist im Schüler-Gummis. Einer muss noch Abitur nach oben. Einfach Schüler-Gummis, Public View. Da sind wir seit 6 Jahren schon mehr. Wann kommt ein Turnier bei den Schüler-Gummis? Alter, das ist ja richtig gerne. Haben sie bestimmt mal gemacht, oder? Die ganzen Schüler-Gummis. Alle Gymnasiasten von. Oh mein Gott, vom Schüler-Gymnasium. Let's go, Konsti. Da wo Konsti und Jan Herr waren. Da hast du auch Melee entdeckt, ne? Da wo ich Physik abgebildet habe. Ja genau, da hat mir Melee gezeigt. Also dass es noch gespielt wird und niemand spielen kann. Ich hab's als Kind nur gespielt. Ich
Das ist hier. Ja, du kannst dir aber mein Leben ruinieren. Oh, der Doktor? Das ist das Gute, dass in den Schulen immer noch Röhrenfernseher sind. Ja, allerdings. Zum Glück war da ein Röhrenfernseher. Oh! Ja, ich hab die Technik. Ich glaube, eine Schule hat sogar mehr. Setups als ein Major in Amerika. Die average Berliner Schule hat mehr CRTs als ein Meli-Turnier, ein Millimeter in Amerika. Sehr geil. Ja, die haben doch auch immer nur so. Ja, ich verstehe auch nicht, von wem. Und dann ist doch Winners Rotation. Das heißt, man kann nie spielen. Ja, Winners Rotation ist eh der größte Scam. Das ist so dumm. Das ist einfach. Das ist ein Kapitalismus-Mindset, oder? Ja. Scheiß an. Ich komm schneller, genau, das kommt auch von der Straße. Boah, eine die überrennt mich jetzt. Ich bin ja schon wieder bei der Tür. What the fuck? Die mit den Third Edge Guards, Alter. Oh. Okay, ich geh los. Hier. 2-0 für Niki. Der Mann ist nicht aufzuhalten. Wird es sein fünftes Jedo in Folge? Nee, nicht in Folge. Ah, ja. Hey, Feigensend ist am Start. Let's go. Was geht? Ja, schöne Rolle. Nicht schlecht von Niki. Okay, und Konsti kann aus dem Opening was machen. Oh, noch ein Opening. Er hält sich weiter wacker. Ja, da wird natürlich geschildert. Oh! Ja, da kriegt er den Hack. Oh, aber was für ein guter Mitshort. Oh, und Konsti ein bisschen zu hoch. Oh, Nosef! Ah, das ist wirklich ärgerlich. Das möchte dir natürlich nicht passieren, aber gut von Niki gesehen auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, ob unser Boy aus NRW noch irgendeine Art Chance in diesem Match hat, denn es ist ja sein letztes. Er hat ja no more games to give. Hier für den Roller Read, aber diesmal ist nicht in die Grenze gewollt. Oh! Backgrab, okay, die Abwehr. Er kriegt natürlich die Backgrab nicht, weil Konstantin vorher springen kann, klar. Oh no, Seth. Aber Niki mit dem Slow Getup. Another shot at life für Konsti. Und das müsste die Upsmash sein, habe ich gedacht, aber war sie gar nicht. Oh, Niki will stylen! Okay, Konsti ein bisschen lost auf der Suche nach der Plattform. Ich glaube, du bist nicht mehr beim. Weil halt schon Leute gematcht haben. Ja, aber ich glaube, du hängst nicht mehr in der Ladder fest. Aber du kannst ja nachgucken, Michael. Das könnte ein Scheinzweig sein. Er braucht ihn gar nicht. Okay, letzter Stock für Konsti. Sehen wir Liegestütze heute noch? Wir haben heute noch gar. Doch, einmal haben wir welche gesehen. Konsti hat malige Liegestütze. Okay, aber das sieht mir gut aus. Okay, alles klar. Keine Liegestütze. Unser Man on the Ball. Oh, der Gnano. Oh, ich dachte, dann, ja, ein bisschen spät. Ich dachte, er macht ein Abi. Ich dachte, er macht ein Reverse-Abi, ja. Ich würde es mich aber auch nicht trauen. Es kommt nie, leider viel zu schwer, verstehe ich. Leider haben wir kein Online-Setup.
Oh, sonst könnten wir The Reeds spielen danach. Es gibt ja wieder The Reeds. Wirklich? Ich hab, es gab, gibt mit wieder Ska und Toe? Ja. No way. Aber das Ska spielt ja jetzt Box. Oh, okay. Das heißt, nach einem Game... Ah, oh, und das ist es. Wenn die es so wie früher machen, nach einem Game, dann müssen sie mal quitten. Schaut uns an den Edo-Winner, Niki! Hey! Er ist durchmarschiert wie ein Boss und hat kein einziges Game gedroppt. Nicht mal gegen den sonst so unantastbaren Konstantin. Aber seine Eisclimbers, die wären dann gekommen. Naja. Ach, Ladder. Na klar. Oh shit. Fuck, ich hab das Jedo als Teledisco mitgespielt, oder? Fuck. Ach nee. Oh. Oh shit! Arthur! Wo ist Arthur? Ja. Wir müssen Arthur. Ich war gerade damit beschäftigt, außerordentlich lecker zu sein. Ich gehe mal gut, aber check mal ein. Aber halt, das ist ja alles lebensecht, oder? Du kannst ja...
Weiter Mai spielen. Und ich hab mich raus.
Danke. Dazwischen ja noch mal ein bisschen halt so einen dedicated Tag für Meeting haben, damit überlegt, ob es Dienstag wird. Ja. Und dann will man sich Freitag immer so für soziale Sachen offen halten. Voll. Und Samstag ist dann immer irgendwas los und ja. Sonntag ist immer irgendwas los. Und ich check's voll, mir geht's auch so, das ist ja sehr toll, man kann nicht so wirklich Leuten was anbieten, aber... Ja, ist halt voll schade, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, die Implikation ist dauerhaft einfach so, man muss mit irgendwelchen Leuten so Kontakt abbrechen oder so Kontakt reduzieren, einfach so, weil du kannst nicht allen... So ja, man kann in Gruppen oder man macht das schon so längerfristig,
Freitag surfen fahren und deswegen dann auf jeden Fall erstmal eine Woche nicht da sein. Ja, schon ein bisschen das Surfen. Das heißt, das wird echt nichts mit Sackpotsam und Schäden. Wollen wir wieder gekocht? Ja, morgen wollte ich das ein bisschen, aber ich wollte dann auch ein bisschen Zeit, also auch mit Lea so ein bisschen Zeit verbringen. Nein, nein, also ich will mich da jetzt nicht rein. Ich habe morgen sowieso wahrscheinlich zu tun. Ja. Wir haben ja auch Gäste da. Und Samstag ist ja bei euch und Sonntag ist Sonntag. Und also möchtest du ein bisschen spielen eigentlich? Was sagst du? Willst du ein bisschen spielen? Oh, du hast den nice Controller. Kannst du in Ladder gehen? Eigentlich will ich Ladder Hall of Fame werden, aber gut. Na gut, ich tue es für dich. Also wenn wir matchen, ich spiele Ladder jetzt heute und glaub, ich spiele jetzt noch ein Set oder so, wir können schon spielen. Ich glaube, ich mache mich so an. Achso, kannst du mal, Dennis, kannst du einfach mal eine Frage zu dem Dienstag gewonnen haben? Ich hab vergessen. Ich habe gerade drei Sachen gleichzeitig machen müssen. Okay. Du willst in 10 Minuten gehen? Etwa, ja. Okay. Du auch, oder? Nee. Ich warte noch auf Jonas und Juli. Achso, die kommen ja noch näher. Naja, die sind super noch verspätet. Aber ich würde dann eher... Ja, bitte nehmen wir ein Blade. Was? Okay. Bist du mal erst... Ja, ich habe das noch ein halbes. Three over me. Nick, we still can play. Ah, no, I'm going to... I have to do another one. I had to wake up early. Okay. We need to visit Nick at his workplace. Where does he work? He's a bartender at an Italian restaurant. What? Oh, yes. Near Maibachufer. I'm actually gonna go to the pizzeria and gonna make pizza. Nice. Sick. Probably, yeah. Is it a good place? The first one and only For Italian now in Berlin good, that makes but pizza. But like when I join my it's job. It's never been done before. Yeah, and no Italian in Berlin is done. Like no pizza place in Berlin is like run by Italians. It's very good. It's very good. Usually Turkish people. Have you been there? No. But have you been to Girardischi? That's in Prenzlauer Berg. What? In Girardischi. No. I think that's in Prenzlauer Berg. I feel like every place that would be like worth it, run by Italian people, is out of Dennis' price range. Yeah, exactly. That's why he thinks only Arabs do, or Turkish no, people not do. Not Turkish people, not Arabs. Arabs do that too. Okay. Pizza Napoli were Arabs. Pizza Napoli were Arabs? Yeah. That's right, Arabs don't sell beer. Turkish people do. That's the difference. No, some errors still. The only difference between the two cultures. Exactly. Yeah. Oh shit. Okay, no, then also. Was bist du, All-Star? Rookie, ich habe heute das erste Mal gespielt. Hä? Wie wurdest du dann mit Dennis gematcht? Er ist doch bei anderen mit seinem Fake-Account wahrscheinlich, ne? Nee, ich war einfach wahrscheinlich. You know, Döner. Ein guter Spieler gegen einen schlechten, glaube ich. Nee, aber ich glaube, das gibt so Regeln, dass du so nur in bestimmten Tiers mit Gegnern spielen kannst. Ich glaube, wir werden vielleicht einfach gar nicht gematcht. Alright. Ist das All-Star? Next time you're so. Ich bin All-Star. Oh, I'm All-Star. Hey now, you're an All-Star. Oh, I think it's back at the shit talking. No, no, this is not shit talking. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Aber es sind noch zwei andere. Nee, jetzt sind wir die einzigen beiden. Können wir nicht einfach sagen, dass wir spielen wollen? See you guys. Ich schätze, das wäre leicht zu lösen. Ich wiederhole meine Bitte an Arthur. Was ist die Bitte? Bitte spiel mal weiter May und nicht Happy Chaos. Ich spiel weiter May. Ach, spiel Guilty Gear oder wie? Ja. Ich spiel weiter May. Ich hab Happy Chaos aufgegeben, der ist langweilig. Das macht nicht so viel Spaß. Außerdem sind die Inputs echt schwer. Okay, damit ist. Die Bitte ist erfüllt, würde ich mal sagen. Finding a match. Ja, das ist. Ja, lass einfach spielen, genau. I'm going to go to the next one.
Patrick, mach mal Stream aus. Wen sollen wir denn raiden? Mit drei Leuten oder so. Oh, ist sie. Du bist so ein Gegner. Ich weiß, der Was? Okay, the top is gonna stay. Gonna win more ladder. Yeah, make sure it's the right razor. So, danke für den. Danke, dass ihr alle zugeguckt habt. Ah, nächste Woche bin ich auch wieder da. Kommt wieder im Stream. Hoffentlich. Na dann, fürs Leben, ne?